Guten Morgen, Leute aus Griechenland. Ich bin hier im Urlaub seit einer guten Woche und eigentlich wollte ich gar kein Video machen, deswegen habe ich auch keine Kamera dabei, aber ihr kennt mich. Ich halte es halt nicht anders aus. Deswegen gibt es heute den Handy-Vlog, Ton und Bild vielleicht nicht 100% perfekt, aber ich habe trotzdem Spaß an euch mitzunehmen in dieses Paradies hier. Es ist so unglaublich schön. Eines der coolsten Sachen am ganzen Hotel ist auf jeden Fall diese private Bucht hier. Hier ist praktisch niemand. Ich meine, die Insel hat eh nur 2000 Einwohner, kaum Touristen jetzt auch. Mega ruhig, überall so hängende Riesenbetten, die du dich einfach hier reinwerfen kannst. Roomtöten von unserem Zimmer gibt es natürlich später noch, aber erstmal für mich morgens immer das Wichtigste. Einmal rein ins Meer. Schön abkühlen. Wenn man sowas hat, dann muss man es auch nutzen. Ich weiß, man glaubt mir nicht, wenn man mich sieht, aber das hier esse ich wirklich jeden Tag hier. Brot mit Bacon und Feta, Müsli mit griechischem Joghurt, ein Cappuccino, Pancakes und Wassermelone mit Feta. So normal. Und du hast heute aber weniger als sonst. Ja, sonst kann ich nicht so gut Quad fahren, dann wird mir schlecht. Wir werden nämlich gleich noch vor, Quad zu fahren. Aber hier im Frühstück ist es auch immer so, den Covid darf man nicht selbst zum Buffet, sondern man geht mit denen dahin und die Hotelangestellten, die geben einem sozusagen die Sachen dann auf. Und dann komme ich mir auf die Dumpfer, wenn ich schon alles nehme. Normalerweise ist es auch 3 Teller. Jetzt hier so richtig wenig nur am Start, genau. Ich schwöre, das stimmt nicht. Also jetzt stärken und dann geht's. Schlüssel rein, einmal auf On, Bremse gedrückt halten, Starter und bisschen Gas. Ah, so. Erster Gang und dieses Kopf. Einmal hier zu unserem Zimmer. Schnell Sachen holen. Dann geht's los. Kurz Sachen gepackt, geht zu. Schön. Sieht es nur so minimal windig hier ist? Hört ihr mich überhaupt? Handy ist meiner Ultra. Nicht, aber man hat hier hinten so einen kleinen Kofferraum, den man abschließen kann. Das ist ganz praktisch. Und Helm selbstverständlich. Kannst du mich noch hören? Ah, nicht so richtig. Wieder auf. So. Ah. Was ist mein Handtuch? Hast du es vergessen? Ja. Felix, ich hab doch schon... Hey. Klappe zu. Zack. Zack. Und abgeschlossen. Richtige Quad-Experten. Du bist noch nie vorher Quad gefahren, ne? Nee. Also bist du das erste Mal hier gefahren vorhin. Mhm. Ja, jetzt tust du so, als ob du so richtig Profi schon wärst. Doch nicht Profi. Nee. Aber Quadfahren macht Spaß? Ja. Was war das Beste am Quadfahren hier auf der Insel? Als wir die geilen, dreckigen Straßen runterfahren. Die richtig Dirt Roads, ja, das stimmt. Weil es gibt nur ganz wenig Straßen hier auf... Eine Straße gibt es hier, eine. Zwei. Aber eine Hauptstraße. Ja, es gibt eine Hauptstraße, es gibt praktisch zwei geteerte Straßen, die so über die Insel gehen. Der Rest ist einmal nur so Dirt Roads. Und zu dem Strand, zu dem wir jetzt hin wollen, da ist auch eine richtige Abkürzung. Eine ordentliche Dirt Road. Lisa schon ready, wir stecken auch wieder rein. Einmal wenden. Der schönste Strand der ganzen Insel und hier endet eben auch die Dirt Road. Wir sind wieder hier auf Asphalt und oh,
für eine Fahrt. Hat so Laune gemacht. Das Coole ist halt an der Insel, dass halt noch nicht so viele Touristen hier sind. Also hier der Beat, das ist der schönste und der beliebteste. Hier sind schon ein paar. Aber ein großer Teil der Insel ist halt einfach niemand. Und das Geile am Strand ist auch, fast überall auf der Insel kriegst du kostenlos diese Betten. Also du musst nichts bezahlen, kannst aber, wenn du willst, Getränke bestellen, die dir hier ranbringen. Die muss man aber bezahlen. Die musst du natürlich bezahlen. Also es gibt natürlich auch viele Strände auf der Insel, wo gar nichts ist. Aber ich finde das genau der richtige Mix. Weil das so ein bisschen touristisch kann es ja sein. Weißt du, das ist schon so ein Getränke-Cocktail-Service, den du am Strand hast. Wakeboard fahren kannst. Wakeboard fahren kam auch da vorne. Aber dann eben auch der Mix mit so gar nicht touristisch. Das finde ich richtig gut. Bist du geschafft? Ja, ich brauche was zu trinken. War anstrengend? Warm. Du bist doch langsam gefahren. Ja, deswegen war es so warm. Also nach der harten Arbeit ist erstmal entspannt, ne? Ja, ich brauche jetzt erstmal einen halben Tag Auszeit. Mhm. Aber wir haben den letzten Tag noch was gemacht. Da haben wir zum Beispiel die Stadt hier, die einzige, mit so 1000 Einwohnern, uns mal ein bisschen genauer angeguckt. Bis Lisa irgendwas passiert ist. Eis ist auf jeden Fall immer eine gute Idee. Selbst bei 35 Grad nur schmilzt es da ein bisschen schneller. Aber die Innenstadt hier, die Rohr, das finde ich voll interessant, weil es leben nur 2000 Leute auf der Insel und trotzdem sind hier so viele Bars, Clubs, Restaurants, alles halt für die Touristen. Nur jetzt in der Corona-Zeit ist das gespenstisch leer hier. Tagsüber zumindest, abends vielleicht ein bisschen mehr, aber auch kaum jemand halt hier. Und ja, aber was du überhaupt, ja, zeig mal, was du gemacht hast. Ja, Felix hat sein Eisbein. Felix hat sein, da ist ein riesen Schokofleck. Ja, weil du mit deinem Schoko auf den Boden getroffen hast und ich durchgelaufen bin. Wessen Schuld das jetzt ist, weiß ich auch nicht. Andere Sache, die ich eigentlich sagen wollte, es gibt hier alles, ja, es gibt sogar einen Cannabis-Shop. Cannabios, hier habt ihr die Sorten, wenn ihr da auch mal irgendwas haben wollt. Aber auch sehr, sehr entspannte Öffnungszeiten hier. Vormittags 2 Stunden und abends nochmal 3 Stunden. Mehr müssen die nicht machen. Das ist, und zwar, das ist so eine Standardöffnungszeit hier, weil hier beim Klamottenladen, guck mal rein hier, Open-Schild ist nämlich da unten in der Ecke, die haben auch zu coole Sachen am Start, aber gone to the beach. Die machen auch 2 Stunden vormittags, 3 Stunden abends auf. Ansonsten, weißt du, auf Ios ist ein bisschen gechillt, weißt du? Wenn die Besitzer ein bisschen zum Strand, bisschen entspannen und dann abends noch ein bisschen aufmachen. Das ist eher meine Aufgabe und dann deine Aufgabe, ein bisschen durchzulaufen. Jetzt hast du es zugegeben. Ja, ich habe aber es nicht, dass es meine Schuld ist. Boah, es sieht richtig cool aus, Leute. Es gibt hier die ganzen kleinen Mini-Gänge, durch die man hier so durchläuft. Kann man als erkunden. Typische kleine griechische Inselstadt halt. Genug aus der Stadt. Jetzt wird was anderes gemacht. Yeah, we'll get wet. Und Lisa ist schon richtig viel Wakeboard gefahren. Du hast sogar ein eigenes Wakeboard, ja, ne? Aber nie auf dem Meer. Wird das jetzt was oder nicht? Ich glaube nicht. Voll viel Wellengang. Voll viel Wellengang ist einfach nichts hier. Jetzt schon die Ausreden. Ja, ich glaube, du schaffst das. Ich glaube, du wirst viel besser sein als ich. Ich bin erst 2-mal ganz kurz gefahren. Erstmal, wir haben beide beim ersten Mal gestanden und die ganze Zeit gestanden. Das war richtig cool. Also ich habe noch schwere Erinnerungen, aber unser Kurzführer, der Dimitris, ist auch richtig gut, muss man sagen. Also er gibt uns richtig gute Tipps und er fährt das Boot halt auch so, dass du die geile Welle hinten hast und dass man so leicht mitkommt. Take care, Dimitri. Ja. Have a good time. Da sind zu allem die Arme, die halt so halb durch sind. Und zum anderen aber auch die Beine. Wenn wir jetzt hier so hochgehen, was ist alles so wackelig? Ich weiß nicht, teils die Arme, weil ich vor allem keine Muskulatur darin sitze. Ja, ich erstmal. Auch nicht so richtig. Das ist richtig cool. Also mega gut, dass wir es gemacht haben. Ich glaube, wir haben ja voll Glück gehabt mit dem Dimitris, weil der hat auch voll Bock, der war voll relaxed, gute Tipps gegeben, gut gefahren. Brauchst du noch Salz? Ich hab was aus meinem Arm. Ah, danke. Ja. Brauche ich gleich das Abendessen. Wir waren auch schon essen, ist auch sehr, sehr geil gewesen. Aber heute geht es da oben hin, da soll es gute Tacos geben. Das Problem scheint zu sein, dass es da zu ist, wo wir eigentlich links sollten, ne? Und hier unten lang ist auch schwer. Hier steht zu. Ich wollte Tacos. Ich wollte auch, aber jetzt musst du diesen 10 Meter Weg zurückgehen. Ja, aber wo sind wir dann? Ja, weiß ich, also da ist ein Restaurant, da. Ich suche mal was raus, an einem anderen Tag. Da habe ich, glaube ich, auch ein bisschen was gefilmt und da waren wir mit dem Auto unterwegs. Das könnt ihr euch mal anschauen, während wir hier gucken. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin.
time for sure. I'm gonna be myself. I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip. Uns wurde gesagt, der beste Sonnenuntergang auf der ganzen Insel, den sieht man hier vom Pathos aus. Und wir hatten schon hohe Erwartungen, aber dann schaut euch mal an, wie das hier aussieht. Was für ein krasser Pool mit Blick auf da hinten das Meer, hier das Meer. Man ist halt genauso an der Nordspitze der Insel und wenn nicht gerade Corona-Zeiten sind, dann ist das hier komplett voll. Dann legen hier DJs auf, so wie jetzt auch, aber dann ist es halt rappelvoll. Vor allem, wenn es dann Richtung Sonnenuntergang geht. Aber jetzt? Alles leer. Da oben sogar extra ausgerichtet, dass alle da chillen können, ein bisschen snacken, ein bisschen Cocktails trinken und so weiter, um sich schön hier den Sonnenuntergang anzuschauen. Aber die allerbesten Plätze, die sind natürlich direkt hier mitten im Pool, zwei Stück. Aber weißt du, wer heute die beiden besten Plätze hat? Yes. Ich glaube, es kommt sonst aber gar keiner mehr. Aber das ist schon. Nice hier. Also, der Sonnenuntergang war jetzt nicht so krass, die Location schon. Der Tag zelebriert auf jeden Fall. Was ist das für eine Musik hier? Die wurde perfekt auf den Sonnenuntergang abgestimmt. Als die Sonne so einen Millimeter weg war, war so richtig der Höhepunkt von dem Gesang. Und ich meine, ich gehöre dazu, aber alle hatten ihre Handys hier so hoch und haben es gefilmt. Immer diese Influencer, das ist übelst nervig. Wenn ich mal keinen Vlog mache, dann filme ich es auch nicht und genieße einfach. Weil es bei mir denkt, es macht irgendwie noch Sinn, wenn ich es filme. Vor allem bei der Musik genießt man sowieso. Leute, wenn ihr in solchen Momenten seid, ich weiß, es kommt ein bisschen cool, wenn ich das sage, aber packt eure Handys weg und genießt es einfach. Es reicht, wenn ein Blöder aus der Gruppe die Arbeit macht, so wie ich und das filmt, ja? Ihr selbst, genießt die Musik! Jetzt passt, weil ich aufs Klo muss. Ja, jetzt mag ich das. Ich glaube, das war die richtige Idee. Quesadillas sind aber so flakig die other way around, so nennt er das hier. Wir haben gerade noch mit dem Besitzer gesprochen, der auch gesagt hat, normalerweise musst du ja 4 Tage im Voraus reservieren, um Platz zu bekommen. Jetzt schaut sich um, fast niemand hier. Alles eben wegen Covid, aber für uns perfekt. Weil viele auch auf Instagram gefragt haben, ob ich empfehlen kann, gerade nach Griechenland zu reisen. 100% auf jeden Fall. Griechenland hat somit die niedrigsten Raten an Corona in ganz Europa. Wir haben ein gutes System, dass man eben bei der Einreise schon getestet wird, wenn man aus dem Risikogebiet halbwegs kommt und zusätzlich Stichproben. Muss man einfach vor der Einreise ein Formular easy ausfüllen mit einem QR-Code. Die haben ja auch Hygieneregeln für Restaurants und so. Nicht ganz so streng wie in Deutschland. Aber ein bisschen. Ansonsten gibt es für Urlauber praktisch keine Einschränkungen. Das Restaurant vorhin ist das erste, was ich mal zu hatte, ja, was Lisa ausgesucht hat. Ansonsten war alles hier offen. Oder wir hatten nichts, was zu. Ich glaube auch nicht. Also Party kannst du jetzt hier nicht machen. Hier steht auch überall, dass du anderen Leuten halt 1,5 Meter Abstand halten sollst. Aber für so einen entspannten Urlaub mit Strand ist es gerade perfekt. Izzy hat mich auch gefragt, er wollte erst woanders hin. Dann habe ich gesagt, nee, mach auf jeden Fall Griechenland. Und der ist jetzt auch gerade eben auf Santorini, der Nachbarinsel. Und scheint sehr, sehr zufrieden zu sein. Mit dem Essen hier bin ich auch zufrieden. Das ist auch gut. Mhm. Gut ausgewählt. Das ist ein mega geiles Dessert, schau ich das mal an. Was hast du? Eine Waffel mit allem. 3 verschiedene Schokoladensorten und dann noch Mokka-Kaffee obendrauf. Eigentlich dachte ich, wir teilen uns beides. Warte mal, mit einer Gabel. Ist es dein Ernst? Das ist mega geil. Irgendjemand hat hier gerade 2 miteinander gewonnen, aber ich kenne niemanden, der UNO-Spielen so ernst nimmt. Oh mein Gott, das war nur Glück bei dir. Ich glaube, du möchtest nach Hause. Ja. Was für ein Tag, auch perfekt hier für Spickenschutz, kann man sagen. Kleiner Tipp, mit dem Code Felix20 bekommt ihr 20% Rabatt auf Spicken.de. Link in der Beschreibung. Aber genug Werbung, fahr nach Hause. Ich habe noch einen geilen Kotschop vom letzten Mal nach Hause fahren. Danke fürs Morgen früh. Ja, er hat nicht mehr ganz geklappt an der Roomtour gestern, das machen wir heute. Aber ich dachte schon, mein Frühstück muss ich einsteigen, um euch kurz zu zeigen. Normalerweise ist ja doch ein bisschen mehr, ne? Jetzt gönnst du ja auch Pancakes. Rührei-Hälfte hat sie schon gegessen hier. Früchte am Start. Ja, hast du dir am Tag gestern auch verdient. Und damit willkommen, Leute, zur Roomtour. Das hier ist unser Zimmer. Ich bin ja eigentlich so ein bisschen Profi. Ich habe ja einen Tag ins Immobilienmarkt, habe ich ja am besten gelernt. Da weiß ich ja, wie man sowas hier verkauft, aber ihr müsst ja gar nicht kaufen. Ihr sollt nur sehen, wie das hier einmal aussieht, wenn es euch überhaupt interessiert. Wenn nicht, schaltet einfach ab. Aber jetzt hier zum Ende vom Video. Das ist unser Hotelzimmer. Das ist unser Bett. Hier ist echt so nach dem Frühstück so jetzt. Und es ist echt gefährlich, dass man hier nicht liegen bleibt, weil es ist viel zu bequem. Aber dann haben wir großes Bad. Was mega nice ist, dieser riesen Badewanne. Also du kannst hier wahrscheinlich mit 10 Leuten rein. War auch gestern Abend hier wieder nach der ganzen Quatsch und so weiter, waren wir drin. Das war nice. Großdusche, Bad. Einmal für Lisa, einmal für mich. Nur aus irgendeinem Grund ist Lisa immer hier, wenn es irgendwelche Sachen zu machen gibt. Das stimmt nicht. Ja, schon. Nein. So, und dann hast du aber dieses riesen Bad. Aber jetzt guck mal hier. Ne? Das ist die Toilette. So, pass mal auf.
das ist dann so ein bisschen Platzangst bekommst dann hier, wenn du auf Toilette gehst. Hier ist dann nicht mehr ganz so viel Platz. Aber das Wichtigste ist ja nicht der Rückenbreite, wobei wir natürlich noch vier Klamotten haben. Wir haben es geschafft, alles ordentlich hier einzusortieren. Koffer sind unterm Bett. Das ist das Wichtigste im Urlaub, dass du so ein freies Zimmer hast und wirklich entspannen kannst. Ganz wichtig. Ja, ganz bisschen Arbeit muss ich zwischendurch noch, aber nicht viel. Aber jetzt hier, das Wichtigste, der draußen Bereich. Kopf mit. Hier kann man auch noch essen, frühstücken, aber eigentlich auch nie gemacht. Aber mega geiler Pool. Oh, pass auf, Travis. Mein Signature Move. Arm zurück. So, die einzige Möglichkeit, um auf die andere Seite zu kommen. Ganz wichtig, dass man das macht. Guten Tag. Dann haben wir ein Bett hier. Schön. Direkt am Strand. Da sind wir nicht gerade dran. Hier chillen und so unten am Strand schlafen, dann schlafen wir hier auf dem Bett. In den Pool kann man sich auch noch reinlegen. Aber das würde ich sagen, war es nämlich vom heutigen Vlog. Das ist ja unser Urlaub. Habt ihr einen kleinen Einblick mal reinbekommen? Wenn es euch gefallen hat, drückt mal nach oben. Es kommen jetzt wieder mehr Vlogs, denn Racing steht vor der Tür in Belgien, in Spa. Wir kommen direkt jetzt am Wochenende raus, also freut euch darauf. Ansonsten checkt auch den letzten Vlog aus. Einfach hier klicken und die letzte Felix vs. Show gegen Bernie hier oben. Wenn ihr gar nicht genug von hier bekommen könnt, schaut doch mal auf mein Instagram vorbei. Habe ich eine Highlight-Story gemacht. Da seht ihr nochmal alles, was wir hier gemacht haben. Macht's gut. Ciao. Ciao.